Dann lade ich euch jetzt ein, dann geht es nämlich jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar. Einladungen sind raus. So. Ja, ihr habt auch Einladung. Es geht jetzt quasi direkt weiter mit dem nächsten Teil. So, die eine Hälfte des Teams muss sich als Streifenwagen besorgen, sie als Cops verkleiden und dann in die Polizeistation eindringen, um Fahrplan für den Gefängnisbus zu klauen. Und die anderen holen Raschkowskis gestohltes Auto von einem Frachter in Hafen ab. Guck mal gleich, wie wir es machen. Einladung raus? Ja, ja, ich habe eingeladen. Ist noch nichts angekommen. Okay, warte mal. Jetzt? Der Baby ist ja schon drin. Jetzt? Jetzt. Aha, perfekt, okay. Dann muss ich Co-Mitglieder nur einladen. Perfekt, gut. Ihr sagt dann Bescheid, wenn ich aufs Spielen gehen soll. Ja, dann können wir gleich starten. Ja. Wer macht was? Gute Frage, nächste Frage. Das. Okay, kann ich starten oder? Ja. Gut. Ich vermute, dass ich jetzt auch mal ein Ausfallbildschirm bekomme, wer was machen muss. Das mit den Autos ist, glaube ich, was mit Hack. Kann sein. Also ich bin mit Baby tatsächlich bei dem Polizisten, aber ich würde halt mit Markus gerne zusammen das machen, wenn das okay ist. Aber mir ist es bewusst. Du kannst auch so lassen. Aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Frachtschiff machen und ich mache hier mit Baby die Polizei. Okay. Machen wir es so. Lass mal so, wie es ist. Oder Baby geht rüber zu Thomas. Oder Baby geht jetzt rüber zu Thomas noch. Ja, das kann auch sein. Genau. Passt das so. Ich bin dann soweit bereit. Wenn das für euch okay ist, also wir können auch rüber, wir können auch tauschen. Könnt ihr auch die Polizei machen, wir können einen Frachter machen. Wie ist es Wurst? Mit Käse. Ja. Ihr wisst aber, wie es geht, ne? Ja. Okay. Dann nehmen die Pelzer. Und denkt dran, ihr dürft nicht sterben, ne, auf dem Frachtschiff. Ja. Gut. Nee, ehrlich? Meine Spezialität ist Sterben. Hier. Und wann kommst du mit? Ah, der steht hier oben irgendwo am Arsch der Welt, der Wagen. Okay, wir haben zwei Teams. Mein Mechaniker hat was gelernt, dem habe ich schon mit Kündigung bedroht. Deswegen liegt er den Mannschaften in meiner Nähe. So. Und mit Lohnsorgung. Jetzt. Du hast Cops? Ja. Ich nicht. Reicht doch, wenn einer hat. Ja, ja. Wir hätten doch einen Notruf einfach anrufen können. Ich wusste ja nicht mehr, wie das geht. Handykontakte. Aber alles jetzt gut. Müsste nur noch der Wagen ist nur noch hier hochschaffen. Der Polizeiwagen. Alter, der schiebt aber hinter dir. Ja, ich sehe gerade, der will vorbei. Dreh dich aber in die andere Richtung, Idiot. So, der dreht niemand mehr. Ey!
Na, das war der hier, der sich da durchgedrückt hat. Das dauert denn wohl ein bisschen zu lange. Ja, wo höre ich gerade Polizei? Auf der anderen, von der anderen Seite kommen sie. Okay. Dann da hinten lang. Ja. So, der eine Wagen ist leer. Ich komm zu dir, warte. Okay, Abflug. Noch schnell die Cops loswerden? Ja, ja, genau. Wir haben 3 Sterne. Problem wird der Heli sein. Kennst du den Weg auswendig unten zu der U-Bahn? Warte. Wo Michael und so rein sind? Ja, ja, ich versuche schon was. Wäre vielleicht die sinnvollste Variante, dahin ja, zu fahren. Ja. Muss aber erstmal wieder runterkommen. Na. Durch dieses Gewirr hier von Häusern. Die willst du auch nicht mit dem Fahrrad hochfahren. Wie läuft's bei euch? Genau, dann hier rechts rein wahrscheinlich. Ich kenne den Weg. Gut gemacht. Für diese Baustelle eigentlich jemals fertig? Das sind bestimmt deutsche Bauarbeiter. Ja, wahrscheinlich. Das sind die, die wahrscheinlich hier den BR und Stuttgart 21 gebaut haben und sowas. Das dauert erstmal ein paar Jährchen. Ich meine, 7 Jahre ist das Spiel jetzt raus und es hat sich bisher nichts getan hier. Ja, deutsche Autobahn. Sehr gut, wir haben es. Na. Ihr seid gestorben. Wir müssen nochmal neu ansitzen. Na, schade, wir sind sie gerade losgeworden. Bei dir wünschen zum Revier drin? Hä? Bei dir wünschen zum Revier drin? Nein, wir haben das Auto gerade geholt und die Cops haben es abgeschüttelt. Ich habe noch eine Mulubahn-Schacht. Na, alles gut. Kein Scheiß. So, die Frage ist, haben wir jetzt. Ich fürchte, dass wir nämlich doch mal die Cops an. Ja, uns anlachen müssen. Stieleinstreifenwagen, natürlich. Warte mal. Wo hast du denn Ihr Notruf? Es gibt nämlich hier bei online keinen. Das ist. Moment, ich guck grad. Notfalldienst unten. Hab ich nicht. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Rufst du gerade an, oder was? Hab schon. Also ich habe bei mir in den Kontakten keinen Notfall irgendwas. Doch, unter Dom, zwischen Dom und Gerald. Und wie hat mich das Ding weggedrückt gerade? Nein, da ist nur Dom und Jared, da ist kein Notfall bei mir.
Hm, wie hat mich das weggedrückt? Machen wir was anderes. Ja. Mir will kein Kopf kommen. Jetzt habe ich einen Stern. Das heißt, die Cops müssen jetzt jeden Moment kommen. Da sind sie schon. Von links kommen sie. Da kommen sie. Naja. Fahrer tot. Von wo kommen die denn? Die von wo warst du? Hast du direkt in dir? Und mach mal neu. Ich wurde eingekreist. Auf Adolf. So. Jetzt kommt, kommt. Hast du Sterne, Markus? Ja? Hast du Sterne? Ich habe auch einen Stern, ja. Okay. Komm wieder von der gleichen Ecke, komm von der Seite da. Er ist schon tot. Sind schon beide tot. Komm, steig ein. Ja, bin dabei. Ach, was, was, was? Bin du sollst mich mal orientieren, wo ich jetzt wieder hin muss, damit ich da dieses Papier. Ansonsten versteck dich doch hier auf der Baustelle, wäre auch eine Idee. Ich weiß nicht, ob da was. Nö, nee, geht schon, ich fahr schon. Okay. Ist eigentlich jetzt hier richtige Weg sein, oder? Ja, hier runter. Oder? Nee, ist eine zu früh. Ach so, ja gut, okay, stimmt. Sei nur. Scheiße. Die haben uns hinten rechts im Reifen zerlegt. Ja, ich merk's. Ja, genau. Eide. Und wieder von vorne. Yay. Ja. Es läuft gerade nicht bei euch da, ne? Toll. Woran liegt's denn? Er ist irgendwie alleine aufs Boot gekommen, aber nicht durch die Treppe. Ja. Wann? Ja. Wenn wir jetzt gleich laufen, gehen wir den ersten Kran hoch, ohne eine Kugel. An dem da oben ist nämlich ein Fallschirm, dann können wir auf dem Dach oben drauf stehen, vom Boot. Und dann können wir von oben runter klauen.
Ich zeig dir nichts so. So. Letzter Versuch für heute. Also für mich ist die Aufnahme für die Folge. Den ersten Kran gleich hier hoch. Irgendwo ist schon Kopf zu. Ich erwische schon noch einen Motorradfahrer. Ich hab Kopf. Du hast Abs. Ja. Ja, hoch. Ich vermute, dass er wieder. Dass wir da wieder rauskommen, ist der gleichen. Ne, die ist noch nicht. Hier vorne. Ja, ja, ist schon. Hoch, hoch, hoch. Ganz nach oben. Fahrer ist auf jeden Fall tot. Tot. Los, steig ein. Hm, bin schon unterwegs. Und los. Er ist dann so ein Falscher. Ups, hier liegt ein paar Motorradfahrer rum. Ups. Hm? Keine Ahnung, da war irgendwas im Weg. Pff, kommt vor. Irgendwie so ein Ding auf zwei Rädern, sah komisch aus. Ja, GTA-Krankheit, wird weggefahren. Rückgefahren. Aua. Jetzt. Na komm schon, dreh dich rum. Nein. Oh, jetzt dreht er sich nicht rum. Normalerweise kannst du doch rumdrehen wieder. Eigentlich ja. Aber du stehst wahrscheinlich an der Wand, deswegen will er das nicht. Ja, ich drehe ja in die andere Richtung. Ach, Mann. Ja. Muss man ein anderes holen. Ich merke schon, das läuft wieder sehr gut heute. Aua. Bleib da unten, ich hab schon einen. Nein, 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 nein. Nein. Genau. So, ich versteck mich hier hinten. Okay. Ja, ich bin hier unten ziemlich safe. Und dann muss man mit dem Fallschirm gleich hier drauf runterspringen. Wie du ihn genommen hast. Hm. Zugezogen. Wie wär's denn, wenn man einfach ganz normal auf das Boot draufläuft und die Gegner wegschießt, dann zum Container geht, das Auto nimmt und wegfährt? Ja. Wäre doch viel einfacher. Das ist auch einfacher. Haben wir gemacht. Aber da kommen dann nonstop mehr.